Danke, dass ihr Interesse an Wissen habt oder an Nichtwissen. Es geht heute bei diesem Vortrag um das Thema Souverän, Freeman, OPPT, UCC und World Citizen. Und zwar habe ich jetzt ganz kurz auch zu meiner Folie, die wird heute nicht ganz stimmen zu dem, was ich jetzt heute hier beitrage, weil es ist mir wichtig, dass gewisse Dinge, die mir jetzt von allen möglichen verschiedenen Seiten zugetragen werden, richtiggestellt werden. Ich durfte nämlich heute gerade Erfahrung machen, oder darum ändere ich im Moment auch meine Dinge. Und da die einzige Konstante die Veränderung ist, ist es ja auch nicht so schlimm, weil ich passe mich den Gepflogenheiten an. Also um das aber vorwegzunehmen, also mal schön, dass ihr da seid. Danke, dass ihr da zahlreich erschienen seid. Was mir eine wirkliche Freude ist, weil das ist mein erster Vortrag in Wien, auch bei einem öffentlichen Publikum. Es hat sich gerade die letzten Tage ereignet, dass ich über Welcome to Freedom ja auch meine Vorträge gepostet habe, was ich sonst nicht tue. Und was passiert? In Waidhofen an der Ips wurde ein Mail eingereicht oder ging gestern ein Mail ein, wo man die Veranstalter darauf hingewiesen hat, die Finger von mir zu lassen, ich gehöre einer Sekte an, ich gehöre einer internationalen Verschwörergruppe an und. Mir ist es wichtig, dass ihr das wisst. Ich will von keinem irgendwie etwas verheimlichen, im Gegenteil. Ich mache euch darauf aufmerksam, bitte lest diese Dinge, die diese Herrschaften posten. Nachdem ihr mich heute hier kennenlernen dürft, macht euch bitte ein Bild von dem, was da gepostet wird. Und von dem, wie ich bin. Und das könnt ihr nur, wenn ihr mich jetzt heute live erlebt. Es gibt hier zwei Webseiten. Der Standard.at, unter der, da gibt es einen Herr Kreil, Magister Kreil, der dort... Es gibt eine Webseite, die nennt sich Verschwörer.at, betrieben von einem Herrn Dietmar Mühlböck, zu Hause in Telfs. Und der hat über Joe Kreisel, über Harvey Friedman, über mich und über andere Menschen Dinge gepostet. Ich kann nur sagen, ihr werdet heute erfahren, ich arbeite seit 2,5 Jahren nicht mehr mit dem Zentrum der Menschen zusammen. Das war eine Gruppierung in Deutschland, die anhand der Menschenrechte arbeitet oder gearbeitet hat. Leider wurden von denen letzten Jahres im Juli alle Computer, alle Autos, alle Besitztümer beschlagnahmt und die stehen alle vor dem Kadi. Dasselbe passierte vor kurzem gerade mit dem Königreich Deutschland, mit dem Herrn Fitzek. Auch dort, also da war es noch schlimmer, die kamen mit einem LKW an, alles, was die besaßen, beschlagnahmt, obwohl sie alle anhand von Rechten, gültigen Rechten agieren. Ich muss das wirklich dazu sagen. Weil ich habe diese Dinge geprüft, ich habe diese Dinge selbst gelesen und ich habe keinen gefunden, der dem widerspricht, was hier die rechtliche Grundlage darstellt. Darum ist mir wichtig, dass ihr diese Seiten von mir hört und nicht von irgendwo anders, weil ich habe einen Aspekt in meinem Leben, darum tue ich das, was ich hier tue, ich lebe in Wahrheit. Und das ist eigentlich der einzigste Aspekt, der mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin, beziehungsweise zu dem, was ich heute vertrete. Nämlich meine Philosophie. Und die hat nur zwei Aspekte. Die 30 Artikel der Menschenrechte zu befolgen und zu respektieren und nach den Naturgesetzen zu leben. Nichts anderes. Ich gehöre weder einer Religion, weder links noch rechts oder irgendeiner Gruppierung an. Ich bin nur ein Mensch, der Dinge entdeckt hat und den Verstand für das nutzt, für das er da ist. Nämlich als Werkzeug, um Dinge zu hinterfragen. Ich bin nicht der Verstand. Danke für die ersten 5 Minuten. So, für die Nachzügler, hallo nochmal. Ich bin der Tassilo, ich bin souverän. Ich lebe die Freeman-Philosophie, ich bin kein Freeman. Ich bin World Citizen, weil ich keinen österreichischen Pass mehr habe. Das ist auch spannend, wie man das Ding loswerden. Auf eine ganz legale, ehrliche, friedvolle Art und Weise. Warum das Ganze? Warum sich einen Weg wählen, der sowas von steinig ist, dass man angefeindet
angefeindet wird, dass die eigene Familie einen 10 Jahre lang als schwarze Schaf bezeichnet. Warum tue ich Dinge, die für den, ich sage jetzt, Normalsterblichen ist etwas falsch ausgedrückt, weil normal sind wir irgendwie alle, wir sind alles normale Menschen. Ich habe einmal einen Entschluss gefasst, beziehungsweise meine Geschichte begann mit 9 Jahren. Warum ich angefangen habe, Dinge zu hinterfragen. Ich bin in Deutschland geboren, mein Papa ist aus Lustenau, das ist das kleine keltisch-gallische Dorf am Ende von Österreich. Früher mal bei der Schweiz, heute bei Österreich, durch die Randregulierung, aber die machen ja, was sie wollen. Schlussendlich aber schön, weil darum gebe ich auch die Vorträge in Österreich und nicht in der Schweiz. Aber dort ist mir etwas widerfahren in Deutschland, im Schulsystem, dass ich mit 9 Jahren wirklich anfangen musste zu überlegen, wo lebe ich? Eigentlich mit 10. Weil in Deutschland habe ich ein physikalisches Gesetz erlernt. Ich durfte am ersten Schulfernsehexperiment teilnehmen, das es je gab. Das nannte sich Telekolleg. Da gibt es ja ganze Sendungen dazu über Physik, Mathematik und, und. Und mit 9 Jahren habe ich in der Schule gelernt, ein physikalisches Gesetz besagt, jeder Körper, der sich im luftleeren Raum befindet, in Eigenrotation ist, bildet sich hohl aus sich selber. Also alle Planeten, alle Sonnen, was auch immer. Das nennt sich dann Erdexpansion, weil das dehnt sich. Ich kam nach Österreich zurück mit dieser Erkenntnis, mit 9 Jahren in der Schule erlernt. Dann ging es in Physik in der ersten Klasse Hauptschule, ich mag mich da erinnern, das war der Herr Schneider, mein Physik- und Naturgeschichtelehrer. Und dann ging es auch um diese Thematik. Erdexpansion, sagt er, nein, das sowas gibt es nicht, und ich aufgezeigt, Herr Lehrer, ich hab da was anderes, und das habe ich dann mitgeteilt, Sätze 5. Ehrlich, ich habe denen die Story erzählt, die ich ein Jahr zuvor in der Schule gelernt habe. In Österreich, Sätze 5. In Deutschland habe ich 1 gekriegt dafür. Und dann habe ich angefangen zu hinterfragen, wie kann das sein, ich auf einer Längenachse, nur 1000 Kilometer Unterschied, beide deutschsprachig, wäre nicht komplett was anderes. Also entweder lügen die in Österreich oder die in Deutschland. Und seitdem habe ich angefangen, Dinge einfach grundlegend zu hinterfragen. Und das ist gar nicht so einfach. Wer viel fragt, der ist lästig. Ja. Wer als Kleiner anstatt sowas zu fördern, wird man dann auch noch mundtot gemacht. Jetzt sei doch endlich mal still und setz dich hin. Das ist als Kind nicht einfach, weil man wissen will. Und das Wissen kriegt. Sondern du wirst dann bestraft dafür, dass du wissen möchtest. Aber nicht wissen macht ja nichts. Also war das ja nicht so schlimm. Nur für mich schon. Weil als Kind hat man einen Drang, den man irgendwann verliert, wenn man durch das Schulsystem geschleust wird und dann irgendwann im Alltagsleben, im Arbeitsleben, bevor man nur noch froh ist, wenn du heimkommst, Schuhe ausziehen kannst, dann Bier aufmachen, was auch immer. Nur noch auf Couch, lasst es mir in Ruhe, ich bin fertig. Nur bei mir hat das nichts genützt. Bei mir hat das im Gegenteil noch mehr Antrieb gegeben, Dinge noch mehr zu hinterfragen. Und das habe ich mein ganzes Leben lang gemacht. Ich habe Dinge erforscht, ich habe Dinge ausprobiert, ich habe die verrücktesten Kurse in meinem Leben besucht, aber nicht, weil ich das anwenden wollte. Nein, ich wollte nur wissen, geht's? Und eigentlich war ich immer derjenige, der gesagt hat, das geht nicht. Und genau darum habe ich es besucht, bis ich dann die Erfahrung machen durfte, es geht doch. Und da gibt es Dinge im Leben und auf diesem Planeten, das würde man gar nicht für möglich halten, was es alles gibt, was wirklich funktioniert. Ich kann nur sagen, 70% eures Erlernten könnt ihr gleich löschen, weil das stimmt alles nicht. Und das Einzige, was funktioniert, ist durch Erfahrung lernen. Und das tue ich jeden Tag wieder. Das war die Grundlage meines Lebens. Warum ich mich mit dem Recht auseinandergesetzt oder anfing, mit dem Recht auseinanderzusetzen, ist eine Geschichte, die sich im Jahr 2008 ereignete. Ich war zu gierig. Auch ich bin nicht gefeit von irgendwelchen äußeren Maßnahmen wie Geld. Natürlich hat mir das interessiert. Wer nicht? Wer fährt nicht gerne ein tolles Auto? Nur, der Aspekt, wie ich dem Ding nachgerannt bin, war eindeutig der falsche, weil jedes Mal, wenn ich es hatte, war es innerhalb kürzester Zeit wieder weg.
Also jedes Geschäft, das ich in meinem Leben gemacht habe, und ich habe wirklich gut Geld verdient. 2008 stand ich wieder mit null da. Aber gut, weil sonst hätte ich das nicht erlernt. Und im selben Jahr haben mich zwei Polizisten aus dem Auto heraus gezerrt, ganz liebevoll, Verweigerung angehängt, 1,6 Promille Führerschein weg, tschak, tschak, tschak. Das geht wie warme Semmel. Ehrlich, das geht so und alles ist weg. Da habe ich mir mal schlau gemacht, wie kann das sein, dass zwei Polizisten tun können, was sie wollen. Ich Trottel habe denen meinen Führerschein in die Hand gedrückt. Das war der erste Fehler. Ich bin nämlich auf deren Geschäft eingestiegen. Aber damals wusste ich das auch alles noch nicht. Nur ich fand mich so schlecht behandelt, dass ich das dann angefangen habe zu hinterfragen. Und ich muss jetzt ganz kurz noch Einblendungen tätigen, weil aus diesen Gründen heraus mache ich das, was ich hier mache. Weil ich nicht mit Kontrolle, Macht, Herrschaft und Unterdrückung klarkomme. Ich will aber auch dazu sagen, ich bin nicht dafür, dass es keine Regeln gibt. Im Gegenteil, ich bin Befürworter von Regeln, solange sie für alle gleich gelten und solange sie für den Menschen da ist und nicht, wie es im Moment ist, zur Sklaverei und Unterdrückung dienen. Um das geht es mir. Weil was dürfen wir denn heute noch anhand der sogenannten Gesetze? Und auch aus dem Grund heraus kann ich nicht mehr mit zuschauen. Weil ich weiß, dass wir hier Essen wegschmeißen auf diesem Planeten, da könnten wir alle ernähren, die hier leben. Und da mache ich einmal ein Beispiel aufzuzeigen, wie die Lüge funktioniert auf diesem Planeten. Oder die Verheimlichung der Wahrheit, sagen wir es mal lieber andersrum, weil das ist schon wieder zu negativ gedacht mit Lüge. Wenn wir alle Menschen auf diesem Planeten zusammenführen auf eine große Party, jeder kriegt 1 Quadratmeter zum Tanzen, ja, geben wir ihm 2. Na, bleiben wir bei einem, weil das habe ich berechnet, weil man dann müsste jetzt wieder nochmal mathematisch nachformeln. Was meint ihr, wie viel Platz wir brauchen, um alle Menschen zusammenzukriegen? Wenn wir jetzt einmal Deutschland so als Gebiet hernehmen, wie viel von Deutschland oder welches Eckchen von Deutschland würden wir benötigen, um 8 Milliarden Menschen, wenn jeder 1 Quadratmeter kriegt, zu einer riesengeilen Party zusammenzukriegen? Was meint ihr? Na, wenn Österreich flach ist, haben alle Platz drauf. Bitte? Wenn Österreich flach wäre, haben alle Platz drauf und haben ungefähr 10 Quadratmeter Platz. Viel zu groß. Noch einmal. Nein, da haben sie 10 Quadratmeter. Nächste Schätzung bitte. Niederösterreich. Hm? Niederösterreich. Ein Achtel von Bayern. Ja. Damit ihr mal ungefähr so ein Schema kriegt, wo 8 Milliarden Leute bei 1 Quadratmeter Platz finden. So, jetzt rechnen wir das mal hoch. Wenn ich 8 Milliarden Leute auf ein Achtel von Bayern zusammenkriege und ich gebe jetzt jedem 100 Quadratmeter für Anbau von Ernte, von Nahrungsmitteln und. Ja, dann sind wir noch nicht mal über Europa hinaus. Und uns will man weismachen, wir können die Menschen nicht ernähren, weil wir 8 Milliarden sind. Ich will nur mal aufzeigen, wie ein Humbug die Medien uns eigentlich eintrichtern. Weil wir glauben ja vieles, was da kommt. Wie könnten die ganzen Menschen ernähren, wenn sie vegetarisch leben würden, von der Hammerfläche, die der größte Texas aufschlägt? Schreibt die Kalina Schatzalova. Du hast recht. Richtig. Aber ich meine, vegetarisch ja, vegan auch ja, Fleischesser auch ja. Na, eben. Nur nicht so, wie es jetzt funktioniert, sondern unter Nachhaltigkeit. Da bin ich jederzeit live dabei. Wir müssen nämlich alle miteinander leben und dieses Bewusstsein in vegetarische oder vegane einzutreten, kann nur jeder für sich selber. Weil das ist eine universelle Geschichte, die jeder für sich zu lösen hat. Aber es gibt auch im Ayurvedischen, da muss jetzt, nicht weil ich Fleischesser bin, sondern ich wurde wieder zum Fleischesser nach fast 5 Jahren, mir hat was gefehlt. Und im Ayurvedischen gibt es 3 Konstellationstypen von Menschen und mir hat man gesagt, bitte fang wieder an Fleisch zu essen. Seitdem geht es mir merklich besser. Ganz im Ernst. Also es geht mir nicht darum, ich wollte es nicht, weil ich will die Tierumbringerei auch nicht. Aber wenn mein Körper sagt, du brauchst es, dann lass jetzt mal meinen Körper dafür sprechen. Ich brauche nicht alles in meinem Verstand zu reden. Nur ist die Frage, wie gehe ich damit um? Brauche ich jeden Tag Fleisch? Nein.
Ich esse es ein, zweimal die Woche vielleicht. Wo hole ich mein Fleisch? Hole ich es aus dem Supermarkt oder hole ich es beim Bauern, wo ich weiß, dass das viel, einen guten Almauftrieb hat? Das sind Dinge, die wichtig sind. Und wenn ich diese Grundlagen beherrsche, beziehungsweise nicht beherrsche, ist falsch gesagt, sondern diesen Grundlagen folge, dann wird auch mein ganzes Bewusstsein in eine ganz andere Richtung gelenkt. Es geht wirklich nur ums Bewusstsein. Aber das sind die Dinge, die ich nicht mit anschauen kann. Und ich habe keine Kinder, für die ich das jetzt machen müsste. Das ist aber auch der große Aspekt und der große Vorteil von mir gegenüber vielen Menschen da draußen, die Kinder haben und aber auch Angst haben, sich mit dem System anzulegen. Mit dem sogenannten System. Darum können wir Dinge machen. Ich meine, Joe hat sein Haus verloren. Ich habe nichts mehr, wir können sie nichts mehr nehmen. Das sind Vorteile. Nur was wir auch erkannt haben, wir können gewisse Wege gehen, indem ich im Vorfeld gewisse Dinge erledige, damit meine Familie, mein Eigentum und nicht mehr angreifbar ist. Weil ich brauche keins. Es geht nur darum, wie gehe ich mit diesem ganzen Zeug um? Und ich kann nur sagen, das Wort Zeug ist tiefgründig, weil es ist nur Zeug, das da draußen ist. Kann er da was mit ins Grab nehmen? Nö. Könnt ihr Haus abbrechen und sagen, das baue ich jetzt auf dem nächsten Planeten bei der nächsten Reinkarnation, wenn es eine gibt, wieder auf? Nö. Wäre lustig. Bitte? Wäre lustig. Ja, schon. Es wäre super. Alles zusammenfalten in der Köfferle, das nehmen wir alles mit. Und dann bauen wir wieder auf. Nein, es geht nicht. Und wenn man diese Wertigkeiten einfach mal loslässt und sagt, es geht nur um uns, nicht um Gegenstände, dann macht das Leben wirklich Spaß, weil dann verschenkst du das, was dir am liebsten ist. Ich mache das oft so. Ich habe immer weniger. Und ich freue mich über jede Bananenschachtel, die bei mir im Keller weniger wird, weil ich habe so viel davon, dass es im Keller steht. Und da steht es in 5 Jahren noch. Außer ich verschenke es. Und man meint ja immer, ach, das brauche ich irgendwann nochmal. Meine Herren, also seit 20 Jahren bin ich am Ausmischen. Und wenn ich mal was in der Schachtel gepackt habe, ich habe es nie wieder ausgepackt und habe gesagt, jetzt brauche ich es wieder. Na ehrlich, es ist wirklich wie verpackt und weg. Wer geht denn noch kramen? Außer meine Mama alle 10 Jahre auf dem Dachboden und sagt, oh, ich habe wieder was gefunden. Ja, alles gut, nur es ist nicht meins. Mir hat man gerade meine Schulbücher nachgetragen und hat gesagt, oh, die Zeichnung und das musst du doch alles aufbewahren. Sag ich, Mama, für wen? Sag ich, wenn es dir wichtig ist, ich schenke es dir, bitte bewahr es auf. Aber lass das Zeug los. Weil das ist das Einzige, was uns handicapt in unserem Leben. Wer ein Zeug festhält, hat für sich keine Zeit und keinen Platz. Was ist Freeman und was bedeutet es, einer zu sein? Aber eben, ich bin nicht nur Freeman, weil Freeman ist für mich nur der philosophische Aspekt des Ganzen. Und ich möchte auch hier aufzeigen, es gibt eigentlich 2 Freeman-Gruppierungen auf diesem Planeten. Nämlich die US-Freemans, die wirklich, von dem muss ich mich auch immer distanzieren, mit Negativpropaganda Schlagzeilen machen. Die Leute auf Fotos, die an einem Strang aufgehangen sind, auf ihrer Webseite publizieren. Das ist nicht der Weg. Das waren Freemans. Nur in Kanada leben über 40.000 Freemans auf freiem Land und dort noch einer Philosophie, wo es ums Miteinander geht und nicht ums Anprangern. Das müssen wir aufhören. Weil das ist der Weg, wo wir nicht hinwollen. Das ist ganz, ganz wichtig. In Österreich reden wir Deutsch, nicht Englisch. Darum ist mir auch der Name Freeman. Es ist wichtig, diesen Betitelung zu kennen, aber ich bin hier, ich bin souverän. Das ist etwas, was auch bei uns im Gesetzbuch drin steht. Und wenn wir vom Gesetzbuch reden, müssen wir wissen, dass alle Gesetzbücher auf Definitionen aus einem juristischen Wörterbuch sich stützen. Das heißt, das Gesetz kann nur durch die Begrifflichkeiten und die Bedeutungen von Worten erst gegründet werden. Also was ist wichtiger? Das geschriebene Gesetz oder das Verständnis? Wie der Joe immer so schön sagt, unser Lösungsbuch Nummer 1.
Ja, mittlerweile haben wir mehrere davon gefunden. Das ist nämlich das hier. Das juristische Wörterbuch, das zur Ausbildung in Österreich von jedem Juristen, Richter oder irgendwer, der mit Recht zu tun hat, als Grundlage dient. So, das ist meine Frage. Wenn ich das verstehe, brauche ich dann nur Gesetze? Nein. Weil die Definitionen zerlegen die Gesetze. Und wenn die Definitionen verstanden werden, können die Gesetze nicht mehr gedehnt werden. Weil dessen ist man nur mächtig, wenn das einzelne Wort nicht verstanden wird. Und das sind Dinge, die das Ganze echt lustig machen. Wirklich. Und das ist nicht schlimm zu lesen. Das war wie ein Wörterbuch in Geschichte. Oder in der Hauptschule oder in wie auch immer. Da muss ich mich noch nicht mit Gesetzen herumschlagen. Und da sind diese Gesetze auch nicht so verdreht, dass ich es nicht verstehe. Manchmal vielleicht, ja. Man wird auch hier deutsche Gesetze drin finden, weil der Herr Köbler auch für Deutschland, Schweiz, Frankreich, Spanien und ich glaube sogar Italien das Wörterbuch schreibt. Also der Herr weiß, von was er redet und von was er schreibt. Das wäre nicht so eine Koryphäe. Und der Herr hat Grundlagen, also ich hatte ja mit dem Joe mal das Vergnügen, mal an einem Nachmittag 2,5 Stunden bei ihm sitzen zu dürfen und ihm auch Fragen stellen zu können. War spannend. Er sieht zwar Dinge etwas anders wie wir. Natürlich. Wir haben ja nicht alle dieselben Ansatzpunkte. Wie auch. Er sieht sie nämlich aus dem Rechtsphilosophischen. Wir sehen sie aus dem Recht der Anwendung. Und dessen er ist nämlich auch Juride. Und Juride beschäftigt sich mit der Geschichte der Juristik. Was ganz wichtig ist, darum kommt er auf diese Begrifflichkeiten und kann diese Dinge erklären. Der Jurist ist der, der das anwendet, was an dem Gesetzbuch geschrieben ist. Aber auch er hat dieses Buch, das er in seinem Studium hat oder beziehungsweise benötigt. Und da passieren dann auch komische Dinge, da gehe ich dann auf eine Story ein, die ich selbst erlebt habe mit meiner Richterin in Vorarlberg. Weil was passiert, wenn man sich auf diesen Weg macht? Man wird belächelt, bekämpft, angefeindet und am Schluss ist einfach mal Ruhe. Wirklich. Weil irgendwann ist WO. Und mein Weg hier war, wie der Joe, also ich habe, um aufs Jahr 2008 zurückzukommen, ich fand das da nicht so toll, was ich da erlebt habe, habe mir dann 3 Gesetzbücher gekauft. Mit denen habe ich mich nach Ibiza zurückgezogen, ich hatte ja eh nichts mehr, habe den letzten Rest, was ich noch hatte, habe ich mir noch schnell zu Geld gemacht, dann mit meinen letzten 3.000, 4.000 Euro ab nach Ibiza. Das war super. 10,5 Monate Sonne, wow. Und ich konnte mich mal so richtig von dem Stress mit dem Recht zu stehen in Österreich erholen. Hatte aber auch die Zeit, hin und wieder mal ins Gesetzbuch ranzusehen, was echt trocken war, vor allen Dingen bei der Hitze, gab es schönere Dinge. Aber ich habe nicht aufgegeben. Auch wenn es für mich das Schlimmste ist, was es überhaupt gibt, sich mit trockener Materie auseinanderzusetzen. Buchhaltung, Recht, bla bla bla. War nie mein Ding. Also ich bin nicht zahlenblatt, faktenorientiert, ich bin sehr, sehr visuell. Also meine Konträre. Auf jeden Fall kam ich nach 10,5 Monaten Ibiza, neu gewappnet und viel Energie zurück. Und was passiert in der ersten Woche? Ich lerne einen kennen, der sich mit Menschenrecht und Völkerrecht auseinandersetzt. Also er ist mir wirklich buchstäblich zugefallen. Das war der Selim Küçük. Ein türkischer Landsmann in Österreich geboren, wohnhaft in Vorarlberg. Der für das Zentrum der Menschen in Deutschland gearbeitet hat oder mit denen zusammengearbeitet hat. Es war sehr, sehr spannend. Ich habe mich da dann wirklich 2 Jahre lang mit ihm, mit anderen Juristen und Juriden weiterbilden dürfen. Ich wurde gebrieft und geschult. Das ist der Vorteil, ich musste nicht alles lernen, sondern spezifisch nur auf gewisse Dinge hingewiesen wurde, wo ich nachzuschauen habe und Dinge zu recherchieren habe. Was mir das Leben sehr, sehr vereinfacht, weil das Suchen ist nämlich die meiste Arbeit. Wo finde ich was?
So, und da gibt es einfach Menschen, die sind sowas von, und ich kann wirklich immer nur sagen, der Selim ist ein Mensch zwischen Genie und Wahnsinn. Und ich danke immer wieder dafür, dass er in mein Leben getreten ist und dass ich so viel von ihm lernen durfte. Auch wenn sich unsere Wege getrennt haben, ich wünsche ihm alles Glück dieser Welt. Nur es gibt dann manchmal eben Bogen oder Wege, die man alleine beschreiten muss. Irgendwann findet man immer wieder zusammen. Aus diesen ganzen Gesetzen und aus den Menschenrechten heraus, beziehungsweise aus den Völkerrechten heraus, bin ich dann auf Dinge gestoßen, wo man mich immer mehr darauf aufmerksam gemacht hat. Nur war es dann auf einmal nicht mehr mein Weg, mit dem Zentrum der Menschen zusammenzuarbeiten, weil die Grundlage für mich Respekt ist. Wenn jemand mit mir schreit, hat er keinen Respekt, nicht mir gegenüber. Wenn jemand schreit, fühlt er sich unsicher. Warum muss er wohl schreien? Wenn ich nämlich in Sicherheit bin, kann ich in Ruhe reden, weil ich weiß, was ich weiß. Nur einer, der nicht wisst, wie es schreit. Aber macht nichts. Sie haben auch dazu gelernt, das Bewusstsein wegzuwechseln. Es geht nicht darum, dass wir die Person weggeben müssen. Ganz, ganz wichtig. Wir kriegen ein Geburtstagsgeschenk. Und ein Geschenk ist ausschließlich dazu, dem Beschenkten zu dienen. Das Einzige, warum ein Geschenk da ist. Wenn ein Geschenk nämlich über dem Beschenkten steht, rechtsphilosophisch geht das gar nicht, weil das ist dann Nötigung, Unterdrückung. Und ja, Nötigung zu Taten, die man eigentlich aus freien Stücken nicht will. Also ist kein Geschenk. Weil es dient mir nicht, sondern es drückt mich. Und drückt mich nie gut. Weil nicht auf dieser Basis. Vielleicht beim Lift, hier kurz auf den Knopf drückt, das ist gut, weil dann weiß ich, er kommt. Oder auch nicht. Aber das sind andere Begebenheiten. Das andere ist ein Drücken von außen auf mich. Und das Einzige, was wir wirklich alle wollen, ist, uns selbst leben zu dürfen und unseren Willen auch zu wahren. Weil keiner lässt sich gerne vorschreiben, was er zu tun hat. Aber was passiert, wenn ich Menschen Möglichkeiten biete? Ich sage, schau mal, du hast die Möglichkeit, die Möglichkeit, die Möglichkeit und die Möglichkeit. Dann habe ich die freie Wahl. Und ich kann nur sagen, okay, das ist für mich stimmig, das nicht. So, da gibt es einen Paragraphen dazu. In Österreich. Paragraph 16 ABGB. Wer seinen Joe seine Videos kennt, oder meine, ist auch auf diesen Paragraphen schon gestoßen. Da werden wir nämlich vom Mensch zur Person gemacht. Entschuldigung, du redest immer von Joe Kreisler, wenn du Joe sagst. Jawohl, also wenn ich von Joe spreche, spreche ich von Joe Kreisler. Danke. Aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Also nach dieser Trennung, beziehungsweise in der Zusammenarbeit mit dem Zentrum der Menschen, habe ich dann das kanonische Recht entdeckt. Also es gibt ja mehrere Wege, auszustimmen. Die führen alle wie 1000 Wege führen nach Rom. Da gibt es auch 1000 Wege, die irgendwie ins Außen führen. Einer davon ist das kanonische Recht. Was ich aber nicht wusste, dass ich anhand dessen mich dann der katholischen Kirche wieder unterwerfe oder dem Vatikan. Das wollte ich ja dann auch nicht. Das Ding rotiert ist und wo ein anderer im Raum mit drin war, nicht mehr rotiert hat. Liebe Leute, und das ist genau das, warum Tesla-Energie bei manchen funktioniert, bei manchen nicht. Warum Magnetmotoren bei manchen laufen, bei manchen nicht. Das ist der kleine, feine Unterschied. Und da geht es, darum sage ich, alles, was passiert auf diesem Planeten, geht vom Bewusstsein aus. Und das ist auch das, warum ich erlernen durfte, nämlich durch meine letztjährige Vorträge, durch meine Kurse, dass es wichtig ist, bevor wir uns mit dem Recht auseinandersetzen, zuerst einmal den Bewusstseinszustand zu erlernen. Dort mal Möglichkeiten aufzuzeigen, was passiert, wenn ich meinen Fokus des Bewusstseins erweitere. Und was passiert, wenn ich nicht nur auf einer kleinen Fläche denke. Meine Herren, also da tun sich Dinge und dort tun sich keine Türen auf, dort tun sich Tore auf, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Und glaubt mir eins,
Wenn mir einer vor 5 Jahren gesagt hätte, dass ich irgendwann vor Menschen stehe und über solche Dinge rede, dann hat die gesagt, ja genau, da vorne ist die Klapse, kommst wieder, wenn du gesund bist. Ehrlich, so habe ich früher agiert. Ich meine, gewisse Menschen begleiten mich jetzt einen Teil durch mein Leben und stellen fest, wie ich mich ändere. Meine Mama, und Mamas haben es nicht einfach mit Söhnen wie mir, das weiß ich. Dafür bin ich meiner Mama echt dankbar. Meine Mama kam nach 50 Jahren das erste Mal auf mich zu und hat gesagt, ich wusste gar nicht, dass du so toll reden kannst. Ich wusste gar nicht, dass du das, was du hier tust, auf dieser Basis machst. Nach 50 Jahren, ich war immer das schwarze Schaf der Familie. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich zurückgezogen. Ich habe auf gewisse Fragen, die man mir gestellt hat, keine Antworten mehr gegeben, weil ich gesagt habe, Mama, wenn ich darauf jetzt antworte, dann nimmt das Thema so ein Ausmaß und das ist das, was du nicht hören willst. Lass uns einfach. Und irgendwann habe ich gesagt, das war zu meinem Bruder, der auch so, der glaubt an gar nichts. Nein, wirklich. Also ich glaube, du kannst schon so viele Heilmethoden auftun, er ist schwer krank, er lässt sie nicht zu. Weil er glaubt nicht dran. Aber das ist sein Weg. Damit musste ich auch klarkommen, dass es Menschen gibt, die krank sind und deine Hilfe gar nicht wollen. Irgendwann habe ich nur gesagt, schau dir mal meine Videos an, weil dann weißt du, wer ich wirklich bin. Sage ich, du kennst mich nicht, Mama kennt mich nicht, Papa kennt mich auch nicht. Weil ihr wollt nicht hören, was ich zu sagen habe. Sage ich weiß, ich bin lästig damit. Weil ich lebe in Wahrheit. Und Wahrheit tut weh. Aber besser Schmerzen durch Wahrheit wie durch Lüge. Das ist meine Erkenntnis, die ich machen durfte. Ja, und dann geschahen einfach mal Dinge, dass mein Vater mich aus Norddeutschland anruft, weil mein Bruder ihn darauf hingewiesen hat, dass er mal die Videos angucken. Mein Vater hat die Tür nicht mehr zugekriegt. Ehrlich. Weil vor 5 Jahren hat mir meine Mutter eigentlich ein Beispiel gegeben, was passiert, wenn Menschen Dinge falsch verstehen. Ich habe zu Weihnachten, und ich liebe es ja, eine kleine Kaffeetasse bekommen. Also es hat wirklich so einen schönen Hut. Da ist ein Pinguin vorne drauf, mit einem Schild in der Hand, wo drauf steht, dagegen. Wo ich das gesehen habe, sage ich, Mama, ich bin nicht dagegen, ich bin dafür, dass wir in Freiheit leben, dass wir in Harmonie leben. Sage ich, ich bin nur dagegen, dass wir ausgebeutet werden, wenn es uns anders auch besser gehen könnte. Und wir haben gewisse Staaten auf diesem Planeten, dort funktionieren gewisse Dinge. Auch dort gibt es viel Korruption. Aber trotzdem, bei uns sagt man immer, ja, schau mal nach Afrika, wenn ich sage, uns könnte es besser gehen. Ja, uns geht es eh so gut. Man, wer wirklich ehrlich zu sich und zu seinem Herzen ist und immer noch weiter behauptet, uns geht es eh so gut. Ja, es geht uns besser wie denen in Afrika. Stimmt. Die Frage stellt sich nur, unter welchen Voraussetzungen, unter welchen Bedingungen es uns angeblich besser geht. Weil er hat wenigstens keinen, der an jedem Tag irgendwie Polizeistreifen hier vorbei saust. Und was haben wir denn in Österreich? Früher hatten wir mal einen Schutzmann. Man muss es wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, das Wort. Wunderschön. Nämlich derjenige, der dazu da ist, um mir Schutz zu gewähren. So, ich habe jetzt gerade versucht, heute bei der Polizei zu ergründen, wie ich denn einen Menschen, der Unwahrheiten und Lügen über mich promotet, ich will jetzt nicht mal sagen, das Handwerk legen, weil es ist ja nicht einmal Handwerk, was er da macht, sondern einfach ihm Einhalt zu gebieten, weil es mir lästig ist. Da hat man zu mir gesagt, ja, für das sind wir gar nicht zuständig. Ich sage jetzt, wie ihr seid nicht. Ja, du musst jetzt Privatgeld in die Hand nehmen, da musst du einen Anwalt nehmen und das einklagen. Ich sage, ja, dann darf ich jetzt mal fragen, für was seid ihr denn da? Weil ihr mich vor solchen Blödsinn nicht zu schützen habt. Wir sind nur für die Verwaltung da. Wortwörtlich. Was? Bundesinnenministerium heute am Telefon. Bundeskriminalpolizei heute am Telefon. Wortwörtlich. Wir sind nur dazu da, um die Verwaltungsrichtlinien zu schützen. Ehrlich. Da habe ich gefragt, ja, an wen wende ich mich denn jetzt? Ja, dann nehmen Sie sich einen Anwalt und dann machen Sie
Sagt sie, dann machen Sie Anzeige. Ich sage, na, Anzeige muss ich bei der Polizei machen, das kann ich nicht beim Anwalt machen. Ich sage, beim Anwalt gebe ich ja Klage ein. Ich sage nur, wo sind jetzt hier meine angeblichen Rechte, die ihr ja sagt, dass ich die habe? Ja, die müssen Sie einfordern. Und wie? Eben, indem ich einen Anwalt bestelle, der mich Geld kostet, und dann habe ich noch immer noch keinen Erfolg. Und dann, wie lange das sich zieht, ich meine, wir kennen unsere Mühlen, die malen recht langsam. Also ich habe ja so langsam, dass ich seit 2,5 Jahren auf ein Schreiben vom Finanzamt warte. So lange, dass der Landeshauptmann mir seit 7. September 2011 eine Antwort schuldet. Und ich keine bekam. Obwohl es im Gesetz drin steht, innerhalb von 6 Monaten müssen Sie mir Stellung nehmen. Das sind die Dinge, die in Österreich passieren. Halb neun? Okay. In Österreich gehen einfach, ich sage jetzt, wenn man angebliche Rechte und Pflichten hat, die einer Person zugeschrieben sind, die eben euer Geschenk ist, was darf ich mit einem Geschenk tun? Ich kann es nutzen, ich darf es nutzen, ich muss aber nicht. Aber all dies, dieser Person eben hat man alle Rechte und Pflichten aufgedrückt. Darum sagt der Joe auch immer so schön, ich weiß, ich habe eine Person und die nutze ich dann, wenn ich sie nutzen möchte, weil für das ist sie ja da. Wenn man dieses Wort Person sich auch mal auf der Zunge zergehen lässt, das von Persona aus dem Lateinischen kommt und eigentlich Maske heißt. Weil meine Anfrage beim Finanzamt war, Paragraph 1 Absatz 1 Steuergesetz in Österreich. Nur natürliche Personen sind zu versteuern. So. Jetzt, ich weiß ja nicht, ich habe noch keine lebendige Maske gesehen auf diesem Planeten. Was mache ich, wenn ich meine Maske kurzfristig einmal ablege, zu Hause? Dann gehe ich als Mensch zur Arbeit. Nicht meine Person, ich als Mensch. Nur für Menschen gibt es keine Steuergesetze. Und ich habe das Finanzamt gefragt, was macht, wie soll denn meine Person, wenn ich als Mensch zu Hause bleibe, wie soll denn meine Person ohne Beine, ohne Arme zur Arbeit kommen? Sag ich, okay, Mitfahrgelegenheit, lass mir alles noch einreden. So, dann sitzt sie in der Firma und kann nicht mal zum Arbeitsplatz weiterlaufen, weil die ist nicht lebendig. Das ist ein totes Konstrukt, ein Rechtskonstrukt. Aber das Rechtskonstrukt zahlt die Steuern. Nicht ich als Mensch, weil als Mensch bin ich nicht versteuerbar. Keine Antwort. Außer Sachwalterschaftsklage. Sag nochmal bitte. Sachwalterschaftsklage. Aber davor gab es noch 2-mal Besuch vom Verfassungsschutz. Das ist das, was eigentlich unsere Verfassung zu schützen hätte. Man muss nur wissen, wir haben in Österreich Bundesverfassungsgesetze, aber keine Verfassung. Und jeder, der mir das Gegenteil beweisen kann, ich bin echt happy drum, weil ich suche sie. Es gibt in Österreich keine Verfassung, meine Herrschaften. Ich muss leider alle enttäuschen. Und der Verfassungsschutz kann nur darum nicht arbeiten, weil es keine Verfassung gibt, die sie schützen sollten. Und sie stützen sich auf die Verfassungsgesetze. Ja, die kamen dann und wollten mal sehen, wer ich denn bin. Der dem Landeshauptmann in einem persönlichen Gespräch, also dieses Schreiben, na, bei einem 6-Augen-Gespräch, es war ja noch jemand anwesend, mein Schreiben überbracht habe. Und ich habe es ja nicht nur hingeschickt, sondern in Vorarlberg haben wir einen Status, den gibt es nur in Vorarlberg, im einzigsten Bundesland Österreichs. Wir haben nämlich eine eigene Verfassung in Vorarlberg. Wir sind ein eigener Staat. Im ersten Satz in der Vorarlberger Landesverfassung steht drin, dass Vorarlberg ein eigener Staat ist, der dem Bund gewisse Rechte abgetreten hat. Und ich habe in der Logistik angerufen in Vorarlberg, also wir haben eigene Gesetzgebung auch im Landhaus, und habe die gefragt, was denn
wenn ich das richtig eruiert habe, weil auch hier steht drin, was Republik ist, was ein Freistaat ist. Und hier steht drin, Freistaat, Jungpfeil, Republik. Und wenn ich jetzt mal noch, was eine Republik ist. Republik ist durch das Volk begründet. Ein Staatsform, die dementsprechend Handlungsvollmacht hat. Und wir haben ja nur gewisse Rechte abgetreten. Nur, was macht man bei Rechten abtreten? Man geht in einen Vertrag. Das heißt, es gibt immer zwei Vertragsparteien. Bricht der eine den Vertrag, muss der andere auch nicht mehr. Paragraph 870 und 871 ABGB. Ist ganz klar geregelt, was Verträge zu beinhalten haben. Und wenn der eine den bricht, ich von heute auf morgen, ohne, ich muss den nur noch mitteilen, du hast gebrochen, danke. Vertrag ist ungültig. Es ist teilweise wirklich so einfach. Natürlich die Umsetzung, ganz andere Schiene. Das ist nicht so einfach. Aber die Grundlage des Rechts ist einfach, das zu verstehen. Und das sind so gewisse Dinge, wo anwendbar werden, wenn man dann weiß, dass sie da sind. Und das ist auch ein Ding, wenn man Vorarlberg aus den Bundesverträgen Österreichs aussteigt. Was meint sie wohl, was passiert? Was ist das Resümee des Ganzen, wenn ein Vertragspartei aussteigt? Das ganze Ding bricht zusammen. Sagen wir mal, nicht unbedingt zusammenbrechen, aber die anderen acht müssten sich wieder neu an den Tisch hinsetzen und den Vertrag neu zeichnen. Aha. Im selben Atemzug wäre nämlich für alle Bundesländer Österreichs die Möglichkeit gegeben, ihre alten Verfassungen, die sie teilweise noch haben, die wurden ja ausgehebelt. Die könnten von heute auf morgen sagen, okay, wir machen uns jetzt auch wieder selbstständig und arbeiten aber als Staatenbünde, nämlich selbstständige eigene Staaten unter dem Deckmantel Österreichs mit allen neuen Bünden oder allen neuen Staaten in einem Bund zusammen. Was passiert daraus? Kostensparung ohne Ende. Weil was haben wir? Wir haben für unser Gebiet Österreich haben wir in jedem Bundesland eine komplette Regierung. Wirklich komplett besetzt. Für dasselbe, was die Landesregierung machen, haben wir dann nochmal eine Regierung in Österreich, die so viele Mitarbeiter verschlingt, dass heute nicht mehr weiß, wer arbeitet nicht für den Staat. Na, wirklich. Nur irgendwann ist es nicht mehr zahlbar. Ich weiß ja nicht, warum und weshalb, weil es wird ja alles verschachert und verkauft. Für was brauchen wir die alle noch? Aber jetzt bleiben wir mal bei der Regierung, die wir in Österreich haben. Jetzt haben wir da eine Regierung in Wien sitzen, jetzt haben wir aber nochmal eine, die denselben Job in der EU macht. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Wenn ich ein Chef bin, der dreimal denselben Posten belegt hat und alle drei bringen keine Produktion, dann muss ich mich fragen, von welchen zwei verabschiede ich mich jetzt? Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Es kann doch nicht sein, dass ich dreimal denselben Posten bezahle und es kommt hinten bei nichts raus. Also ich weiß nicht, in der privaten Wirtschaft wäre, glaube ich, jede Firma innerhalb kürzester Zeit bankrott. Ja, es kommt schon was raus. Ja, ich sage jetzt einmal, nicht fürs Volk produktiv. Genau, leider. Produzieren tun sie. Ja. Was auch immer. Ich lasse das alles in Frage gestellt. Ich möchte auch nichts negativieren. Sondern meine Ansätze sind eigentlich die, wie kommen wir friedvoll aus diesem Aspekt heraus, anhand von gegebenen Rechten in eine Zukunft, wo wir danach in die Augen schauen können, danach vertrauen können, und zwar blind vertrauen, wirklich, weil wir haben nur noch ein Ziel. Nachhaltig für alle, und zwar nicht nur Menschen, sondern für alle Lebewesen auf diesem Planeten, wie auch Lebewesen Gaia oder Mama Mutter Erde, wie wir auch immer dazu sagen wollen. Wir sind mit allem verbunden und es gibt nur ein Ziel. Dieses wieder so hinzukriegen, dass wir miteinander eine gemeinschaftliche Zukunft haben, weil die haben wir so, wenn wir so weitermachen, nicht mehr. Und darum sage ich auch, ich bin keiner mehr, der anprangert oder irgendwelche Politiker anzeigen möchte. Na, ich habe mich im letzten Jahr
mit den größten, den also für mich den namhaftesten Menschen auseinandergesetzt, die für den Frieden einstanden. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, um jetzt nur mal ein, zwei davon zu nennen. Und sie hatten alle einen Aspekt, der wie ein i-Tüpfelchen dem anderen gleicht. Friede. Vergebung. Nämlich erst dann, wenn ich allen vergeben habe, was da passiert ist, aber ich gehe auch her und sage so, da sind wir. Da machen wir jetzt einen Schlussstrich. Alles, was war, vergessen wir. Und ich will mit denen, die auch diesen ganzen Schaden verursacht haben, trotzdem in eine gute Zukunft. Weil auch sie leben auf dem Planeten. Und ich komme nicht drum rum, denen immer wieder zu begegnen. Sonst kann ich es in Aggression tun oder in dem, dass ich sage, ich reiche euch jetzt die Hände und wir machen das gemeinschaftlich. Lass mal den Scheiß, der in den letzten 80 Jahren oder 100 Jahren passiert ist. Weil das interessiert keinen mehr. Was tue ich, wenn ich anderen Negativismen nachrenne und andere Menschen anprangere? Ich gebe meine Energie genau dahin. Wenn ich aber da bin, habe ich dann noch die Möglichkeit, mich fürs Gute einzusetzen. Also ich weiß es nicht. Es hieß immer, Frauen können zwei Dinge zur selben Zeit. Ich durfte in den letzten 30 Jahren feststellen, dass das auch nicht stimmt. Also ich kann auch keine zwei Dinge zur selben Zeit, genauso wie eine Frau. Weil etwas wird immer vernachlässigt. Ich kann zwar telefonieren und Auto fahren, ja, kann ich. Aber ich bin nicht 100% beim Autofahren und nicht 100% mit dem ich rede. Also ich kann den Fokus immer nur auf ein Ding legen. Und ich entscheide, oder wir entscheiden, wo dieser Fokus hingeht. Wem schenke ich meine Aufmerksamkeit? Muss ich mich am Abend zwei Stunden vor den Fernseher setzen und mir diese ganzen Negativismen reinziehen, mir anderen Schuld aufladen lassen? Ihr seid schuld, Zweiter Weltkrieg. Ich habe da nicht einmal gelebt. Und man redet mir heute noch ein, ihr seid. Die Deutschen und die Österreicher, die haben alles verschuldet. Stimmt nicht ganz. Die Banken, die es diesem Österreicher oder dem Deutschen möglich gemacht haben, die haben es verschuldet. Weil ohne Geld geht gar nichts. Da kann jeder tun, was er will. Wir haben alle Geld gebraucht, um diese Dinge umzusetzen. Also waren es eigentlich für mich immer die Geldgeber. Nicht der Einzelne, weil der kann nichts, wenn er kein Geld hat. Es geht nicht. Leider, in unserer materialistischen Gesellschaft, die wir gelebt haben. In der Zukunft geht alles ohne Geld. Wirklich. Im Moment noch nicht, weil der Übergang ist nicht einfach und das ist auch genau dort, wo ich immer wieder bei Menschen sehe, dass sie zwiespältig oder zweigeteilt in ihrer Meinung durchs Leben laufen und recht, recht oft verunsichert werden. Kann ich verstehen. Das ist nicht einfach. Und sich entscheiden zu müssen, weil man hat mir die letzten 40 Jahre hat man mir alles abgenommen. Du musst das machen, du musst die Ausbildung machen. Ich bin dann halt mal gefolgt. Bis es mir wieder zu viel wurde und die Ausbildung abgebrochen habe, weil das nicht mein Weg war. Weil man mich auch nicht gefragt hat, würde dich das dann interessieren? Nein, du hast einen Job frei. Ich war einmal ein leidenschaftlicher Hobbykoch. Bis 19. Ich habe als Kind mit 12, mit 13 habe ich gekocht wie ein Herrgott. Bis 19. Dann habe ich mir eine Kochlehre gesteckt. Ich entdecke gerade die Kochfreude wieder. Seit diesem Jahr. Nein, seit letztem Jahr. Aber was kann passieren, wenn man dem Menschen etwas aufdrückt, was er mit Leidenschaft gerne macht? Aber eben. Er will ja nicht leiden, schaffen. Weil das ist dann, wenn es zur Nötigung und zum Beruf und nicht mehr zur Berufung wird. Das sind die Wege, die einem dann wirklich alles versauen. Jetzt entdecke ich gerade wieder, weil es echt Spaß macht, auch für mehrere Menschen zu kochen. Und in der Gemeinschaft macht es Lebensspaß. Wow. Ich habe mich jahrelang zurückgezogen, bin immer nur meine eigenen Single-Wege gegangen, damit ich ja nicht zu viel mich irgendwo binde.
Das war wichtig für meinen Entwicklungsprozess, aber es hat mich auch sehr viel gekostet, nämlich an Erfahrung, Partnerschaften und, und. Ich bin gern gereist. Ich hab mich gern Partys hingegeben. Ja, alles klar. Auch ich habe Fehler gemacht in meinem Leben. Ich habe exzessiv gelebt. Nur wenn ich das nicht gemacht hätte, würde ich heute nicht hier stehen und könnte von diesem Erfahrungsfundus nicht berichten oder das eigentlich auch in das einfließen lassen, was ich heute tue. So, und dann passierte letztes Jahr, nachdem ich eh schon dieser Philosophie, diesem Weg folgte, passierte dann eine Entscheidung, und zwar im Januar, also jetzt über ein Jahr her. Ich habe dem Universum mitgeteilt, dass ich so nicht mehr leben will. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, ich weiß nicht, wer vom Bärbel Mohr Bestellungen beim Universum, und es gibt dann noch ein zweites, Reklamation beim Universum. Das sind zwei kleine Taschenbücher. Und ich habe die spaßig und freudig am Anfang einfach so mit Parkplätzen ausprobiert, immer mit Kleinigkeiten. Und dann habe ich gedacht, okay, und jetzt wage ich mich um mal was Großes. Dann habe ich echt eine super Bestellung aufgegeben. Bam, voll watschen. Nichts kam. Was ist der Unterschied zwischen der Bestellung bei kleinen Dingen und bei großen Dingen? Du musst das Große bremsen. Das Große ist schwierig zu erreichen. Es ist noch viel einfacher. Das Kleine, da hängt nicht so viel Herzblut dahinter. Und das spielt auch keine Rolle, wenn es einmal nicht funktioniert. Was macht man? Eine kleine Bestellung gebe ich ab, tschuk, weggesendet, ich komme da an und habe einen Parkplatz. Ehrlich, ich habe 5 Monate lang in der Hochsaison in Ibiza an vorderster Front, nämlich an der Meile vorne einen Parkplatz gehabt. Das war immer einen von den ersten dreien. Wirklich, ihr glaubt es gar nicht. Der Freund, den ich da immer hingebracht habe, der hat zu mir gesagt, hey, wie machst du das? Ich habe keine Ahnung, ich habe das Büchel gelesen. Und ich habe bestellt, jedes Mal, wenn ich losfahre. Aber ich mache mir dann auch keine Gedanken darüber, sondern schick's ab und ich habe einen Parkplatz. Was passiert aber bei den großen Dingen? An denen hängt viel mehr Herzblut. Ich bestelle nämlich etwas und kann da nicht loslassen, meinen Gedanken. Und was mache ich? Das wäre, als wenn ich beim Otto-Katalog was bestelle und alle 5 Minuten anrufe, hey, hast du nichts bestellt, hast du nichts geschickt. Irgendwann sagt er bei Otto, du leck mir am Arsch, Entschuldigung den Ausdruck, aber dir liefere ich gar nichts mehr. Darum kriege ich es da noch nicht. Und es ist wirklich so. Los, bestellen, loslassen, nicht mehr drüber nachdenken und es funktioniert. Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann dieses Mal wirklich das erste Mal hingesetzt und habe das alles schriftlich formuliert, was ich wollte. Nur 3 Aspekte. Wo will ich hin? Was bin ich bereit dafür zu tun? Und warum will ich das Ganze? Ich kann nur sagen, macht das nicht, wenn ihr das nicht wollt, was nachher hinten rauskommt. Ehrlich. Es kommt. Wow, aber hallo, wie schnell. So, diese Dinge habe ich dann, ich mache dann so ein kleines Ritual daraus. Ich nehme das, stelle mich auf den Balkon oder ans Fenster und lese das bei offenem Fenster dem Universum vor und verbrenne es nachher. Das ist das Loslassen. Nämlich das, was ich hier abgesendet habe, einfach aufzulösen und weiterzugeben. Und ich habe darum gebeten, dass meine Berufung, nämlich anderen Menschen helfen zu dürfen, mir ermöglicht wird. Ich wusste nur nicht, wie oder keine Ahnung. Ich habe immer nur gesagt, ohne Geld kann ich nicht. Aber ich will auch nichts verlangen bei den Menschen, denen ich helfe, weil die haben eh schon nichts. Ja, dann kam 4 Tage später die erste Anfrage zu einem Vortrag. Und ich saß da, Jesus, was erzähle ich dem bloß? Für mich, ein Mensch, der zwar viel redet, aber das auch niederschreiben sollte, das war für mich ein Tod. Ich muss mich auf einmal mit Dingen in der materiellen Welt auseinandersetzen, dass ich das, was ich da oben habe, manifestieren kann. In der PowerPoint-Präsentation, in Schreiben, was auch immer. Da habe ich dann auch gebeten drum. Bitte helft's mir. Und ich habe 3 Tage geschrieben und ich kann euch sagen, ich wusste am 3. Tag nicht, was ich da geschrieben habe. Aber ich möchte euch damit nur aufzeigen, was passiert, wenn man um Dinge bittet,
im richtigen Verständnis, mit der richtigen Intuition, das in die Welt zu tragen. Und seitdem funktioniert es. Mal minder, mal weniger, aber minder ist nur dann, wenn ich mir wieder selbst im Weg stehe. Wirklich. Aber es sind dadurch für mich Dinge möglich geworden, nämlich Menschen zu unterstützen, die kein Geld haben. Oder mich einfach mal für Menschen stark zu machen, wo eine Möglichkeit besteht, sie vor Gericht begleiten zu können. Diese Dinge sind alle kostenlos. Natürlich kann ich nicht in ganz Österreich überall zur selben Zeit am selben Ort sein. Und manche Dinge überschneiden sich. Nur der zuerst malt, kommt zuerst. Und gewisse Dinge muss ich auch sagen, das ist dann nicht meine Materie. Aber wir haben mittlerweile ganze Gruppen von Menschen österreichweit, die sich wöchentlich oder alle zwei Wochen wieder zusammensetzen und miteinander in Gemeinschaften gewisse Dinge ausarbeiten. Joe und ich fahren wirklich oft dann auch zu diesen Menschen wieder hin, wenn sie mal gerade ein Treffen haben, um sie dabei zu unterstützen, wenn offene Fragen sind. Nur hat er, wie ich, im Moment auch teilweise nicht mehr für jeden Einzelnen die Zeit, sich wirklich da tagtäglich damit auseinanderzusetzen, weil es gibt gewisse Dinge, die wir mittlerweile angehen, nämlich die ganz, ganz, ganz relevanten Geschichten, nämlich auf der Rechtsebene, wo es um unseren Staatssystem geht. Ich habe dann auch Anfragen bekommen, wie verfährst du mit Parkstrafen, Übertretungsstrafen für Autofahrten? Gar nicht. Ich habe kein Auto, ich habe keine Strafen. Aber was würde der Souverän machen, wenn er etwas übertritt? Er steht dazu. Ich zahle die 50 Euro. Es ist mein Fehler. Ich will auch nicht die 50 Euro ankreiden, weil der Aufwand, wegen 50 Euro irgendwas anzuprangern oder zu widersprechen, ist zu klein. Wir haben ein viel, viel, viel größeres Ziel in Österreich. Das ist nämlich, dass wir wieder das werden, was wir eigentlich angeblich laut dem Gesetz sind, nämlich das Volk. Und jeder, der meint, dass Österreich Erfolg hat, den enttäusche ich jetzt ganz stark. Vom Volke wird nur ausgegangen. Ich gehe auch jeden Montag davon aus, dass ich 1 Million an meinem Konto liegen habe. Ich werde nur jeden Montag wieder enttäuscht, weil ich auf mein Konto schaue. Sie ist nicht da. Also so viel von dem, was ich ausgehe und was der Realität entspricht. Ich kann von vielen ausgehen, es ist nicht unbedingt immer die Tatsache oder die Wahrheit. Mit dem muss ich aber fertig werden, weil ich mich nämlich enttäusche. Und ich bin der Einzige, der sich enttäuschen kann. Weil ich bin derjenige, der die Grundlage überhaupt einmal setzt, was diese Täuschung denn beinhaltet. Das ist nichts anderes, wie dass ich zu viel erwarte, anstatt ohne Erwartung auf etwas zuzugehen. Wenn ich keine Erwartung habe, kann ich nicht enttäuscht werden. Und das sind die Dinge, die in Österreich wirklich uns Möglichkeiten bieten, beziehungsweise auch dem Rechtssystem Möglichkeiten bieten, in einer friedlichen Art und Weise dem System auch Dank zu sagen für den Service der letzten 40 Jahre oder 50, was auch immer. Aber ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr auf einer Basis, die gegen das verstößt, was mein Anliegen ist, nämlich noch verzichte, Moral zu leben. Und wer sich einmal mit den Gesetzen vielleicht auch irgendwann auseinandersetzt, der wird draufkommen, da ist Sitte und Moral, da ist das Recht. Und wenn ein Richter wortwörtlich vor Gericht sagt, Sitte und Moral und Recht geht nicht überein, dann muss ich fragen, was sind eure Ansätze? Ist für euch Sitte und Moral wichtig oder das Recht? Das Recht nötigt mich dazu, anderen Menschen Schaden zuzufügen. Servus. Ja, hallo. Ihr grüßt mich. Komm. Ja, ja, super. Du redest mit mir. Du bist mir schon sympathisch. Ja, das geht nicht überein. Aber ich will meinem Herz folgen und nicht mehr irgendeinem System, damit die anderen Menschen Schaden zufüge. Und
Mit diesem Satz machen wir jetzt mal eine Viertelstunde Pause, damit alle mal tief Luft holen können und einmal eine Zigarette sich genehmigen dürfen für die, die Raucher sind. Danke, dass ihr so aufmerksam wart. Nach der Pause, nur ganz kurz, nach der Pause gehe ich nochmal ganz kurz auf das Thema ein und dann bin ich für euch für Rede und Antwort. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, ist mir ganz wichtig, dass ich euch die beantworte. Weil jeder bringt Fragen mit, sonst wärt ihr nicht da. Und mir ist es wichtig, dass ihr da heute rausgeht ohne Fragen. Dafür heute Nacht so einen schlechten Schlaf habt, weil ich so viel denken muss, dass ich morgen die nächsten mitbringe. Vielen Dank dabei. Danke für die Aufmerksamkeit.